Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Balance for Your Life. Mein Name ist Christiane Kleinwort. Ich bin Heilpraktikerin und möchte dir mit diesem Podcast Ideen, Möglichkeiten und Impulse bieten für mehr Wohlbefinden, Lebensfreude, Harmonie und Erfüllung auf allen Ebenen deines Seins. Ich freue mich, dich auf dieser Reise inspirieren zu dürfen. Guten Morgen, heute fresh out of the bed, kurz nach meiner Meditation, möchte ich euch an meinen Gedanken teilhaben lassen. Und zwar kreisen meine Gedanken im Moment um ein Thema sehr stark, und zwar sind das die Parasiten. Und wie soll es anders sein? Wir sind ja alle geführt. Und ich bin im Moment sehr auf dem Parasitenweg geführt. Ich habe dann irgendwie nach meiner Meditation, irgendeinen Kanal aufgemacht und habe ein Interview von Dr. Klinkhardt zum Thema Parasiten gehört, gesehen. Und es hat es mir wieder so deutlich gemacht. Erst einmal, ich verehre den Dr. Klinkhardt. Ich habe bei ihm ja auch eine Ausbildung gemacht. Und dann das Thema Parasiten. Und dann erzählt auch noch Dr. Klinkhardt über die Parasiten. Dann habe ich ja im letzten Monat schon meine Parasitenkur gemacht und mache sie in diesem Monat nochmal. Warum ist mir das Thema Parasiten im Moment so wichtig? Mal zurück zum Anfang. Und zwar im Februar diesen Jahres habe ich bei der 10er Portaltagsserie sehr schlecht schlafen können und habe ganz, ganz viele Gedanken, Informationen, Downloads. Also ich bin, ja, ich weiß gar nicht, wie soll man das sagen, hellhörig, ne? Hellhörig. Und das kommt in Form von Gedanken und das schreibe ich dann alles auf. Und in diesen Nächten ist es so gewesen, dass ich einfach gehört habe, wie wichtig es ist, jetzt für uns, um für uns alle wieder aus dieser gesamten Misere, die wir seit 2 Jahren haben, rauszukommen, wie wichtig es ist, dass wir uns entgiften auf allen Ebenen des Seins. Detox your life, detox your body. Und zuerst kam da eben natürlich auch, um den Lichtkörperprozess zu unterstützen, zu detoxen, zu fasten und so weiter. Und dann kam auf wunderbare und wundersame Weise auch die Produkte der Firma Root auf mich zu. Das war auch dann, brauchte es 3-mal ein Anklopfen, ein Klingeln, bis ich mich da wirklich für öffnen konnte. Und dann bin ich mit meiner Seelenschwester Petra und einigen Damen sind wir dann zusammen gestartet mit unserem Detox. Haben wir Saftfasten gemacht, haben wir Fußbäder gemacht und dann eben auch das Clean Slate von der Firma Root dazu genommen. Und während dieser gesamten Geschichte, wo ich diese Gedanken bekommen habe, war es so, dass auch das Thema Parasiten immer wieder kam. Es ist wichtig, eine Parasitenkur zu machen. Es ist wichtig, Parasiten aus dem Körper auszuleiten. Und mir war gar nicht klar, warum das so wichtig ist. Das ist mir jetzt erst klar geworden. Und alles fällt dir zu, was fällig ist, und zwar in der richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn zu dem Zeitpunkt war ich auf der Suche nach einer wirklich ganzheitlichen Parasitenkur. Und ich hatte gedacht, das wäre ein Produkt einer Firma, mit der ich auch schon eine ganze Weile zusammenarbeite. Aber dieses Produkt wurde dann kurzerhand vom Markt genommen, weil da so wahnsinnig gute Stoffe drin sind wie Artemisia annua und Artemisia absinthum, was bei einer bestimmten Viruserkrankung, die wir in den letzten 2 Jahren vermehrt im Feld hatten, sehr, sehr gut wirkt.
Ja, und dann war die Not groß und es ist bis zu dem Zeitpunkt kein weiteres gutes, passendes, ja, Parasitenmittel zu mir gekommen. Und dann durch einen Ärztecall, ich bin mit einigen Ärzten, Therapeuten zusammen in einem Netzwerk tätig, wo wir uns gegenseitig unterstützen, um eben für unsere Patienten das Bestmögliche, die bestmögliche Unterstützung leisten zu können. Und da kam dann die Vollmondparasitenkur von der Dr. Christina Rahm. Und es war wirklich 2, 3 Tage vor Vollmond. Und ich hatte die Mittel alle da und da habe ich gesagt, wunderbar, das machst du gleich, du springst da rein und machst die Parasitenkur. Wer mich verfolgt, hat mittlerweile mitbekommen, was dort passiert ist. Also mein Biofilm ist abgelöst, was bei allen anderen Kuren nicht der Fall ist. Aber warum ich euch noch einmal auf dieses Thema so aufmerksam machen möchte, das hat eben auch der Dr. Klinkhardt in seinem Video gesagt. Und es ist einfach so, dass wir Menschen alle sehr, sehr viele Parasiten über alle möglichen Pforten zu uns bekommen. Über das Wasser, über die Nahrung, über die Tiere, über die Luft, über die Kleidung und so weiter und so fort. Und dass Parasiten einfach ganz, ganz viele Krankheiten mit sich bringen. Epilepsie, Rheuma, viele verschiedene Krebserkrankungen, wo die Ursache Parasiten sind, Demenz, Alzheimer. Die Liste ist groß und vor allen Dingen, was ist das Hauptsymptom, was wir haben, wenn wir Parasiten haben? Und zwar ist das eine chronische, bleiernde Müdigkeit, Erschöpfung. Und jetzt sei mal ehrlich. Gehörst du auch zu den Menschen, die wirklich sehr erschöpft sind? Des Weiteren ist es so, ja, man könnte dann ja einfach auch mal testen, ob man Parasiten hat. Und da hat der Dr. Klinkhardt eben mitgeteilt, dass es so ist, dass Parasiten, wenn sie außerhalb ihres Wirtes sind, jetzt eine Funktion haben, dass sie sich innerhalb von 15 Minuten auflösen können. Und danach kannst du den Nachweis gar nicht mehr bringen, dass dort Parasiten in dem Stuhl gewesen sind. Und wenn wir Parasiten testen wollen, dann ist es so, wenn wir Parasiten testen wollen, dann ist es so, dass das natürlich über eine Stuhlprobe gemacht wird. Und diese Stuhlprobe wird an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, das heißt, du nimmst Stuhl ab, dann legst du das Röhrchen in den Kühlschrank am zweiten Tag, am dritten Tag und dann schickst du das mit der Post ins Labor. Dort liegt es auch nochmal im Kühlschrank. Ja, und wenn das jetzt so ist, dass die Parasiten nur 15 Minuten außerhalb des Wirtes, also des Tieres oder des Menschen, nachweisbar ist, wirst du natürlich nichts feststellen. Ich habe mich natürlich damit beschäftigt, es muss eine Möglichkeit geben. Und es gibt eben auch eine Möglichkeit, über bestimmte Quantentests gibt es die Möglichkeit, auch über Bioresonanz und so weiter, gibt es die Möglichkeit zu testen, haben wir Parasiten ja oder nein. Und ich wollte eigentlich in meiner Praxis gar nicht so mit, ich sag mal, Geräten arbeiten, weil ich mehr so ein Handwerker bin. Aber weil ich eben jetzt auch vermehrt online arbeite, das ist die Arbeit der Zukunft irgendwie, habe ich mir jetzt verschiedene Gerätschaften bestellt, wo ich eben auch auf die Ferne testen kann, ob jemand Parasiten hat, ja oder nein, wie es ausschaut, ob jemand übersäuert ist, ob jemand Schwermetalle hat und so weiter und so fort. Ich kann also einen kompletten Körperscan machen. Und was dabei rauskommt, ist wirklich absolut erstaunlich. Also in meiner Arbeit als Heilpraktikerin ist es jetzt so, dass ich wirklich mich komplett darauf konzentriere, die Sachen, die nicht in den Körper hineingehören, zu beseitigen. Das heißt also, ich kümmere mich erst einmal darum, zu entsäuern, die Übersäuerung aus dem Körper rauszubekommen, dann
die Giftstoffe auszuschleusen und dann die Parasiten zu entfernen. Dann geht es natürlich darum, dass wir ganz viel gutes, gefiltertes Wasser trinken. Wasser ist das Lebenselixier und dass wir dann einfach auch darauf achten, dass wir eine für uns artgerechte Ernährung zu uns führen, eine pflanzenbasierte Ernährung. Wer möchte, kann gutes Bio-Fisch, Fleisch dazu nehmen, aber auch da müsst ihr wieder aufpassen. Fisch kommt aus dem Meer. Das Meer ist sehr verdreckt mit Mikroplastik und mit Schwermetallen. Also auch da, wir nehmen jeden Tag immer wieder Schwermetalle zu uns. Deswegen dürfen wir auch jeden Tag etwas für unsere Entsäuerung, für unsere Ausleitung der Giftstoffe und auch dafür tun, dass wir die Parasiten, die wir vielleicht auch doch noch mal auf dem Salat haben, rausbringen. Das heißt also, dass wir im Grunde genommen jeden Tag damit beschäftigt sind, dafür zu sorgen, dass das, was wir aufnehmen, im Körper so gut wie möglich ist und das, was drin ist, dass wir das herausbringen. Das hört sich jetzt so sehr kompliziert an, aber ich habe wirklich, und da bin ich unendlich dankbar, ich habe eine Möglichkeit gefunden, das wirklich ganz einfach, sicher und sehr, sehr effektiv zu machen. Und da arbeite ich eben mit einem speziellen Programm zusammen, was eben auch zur richtigen Zeit zu mir gekommen ist. Ja, und ich bin unendlich dankbar, jetzt in dieser Zeit dabei sein zu dürfen und wirklich die Menschen unterstützen zu dürfen, wieder in ihre Kraft hineinzukommen, sich zu erholen von den letzten Jahren. Und wenn dich das jetzt anspricht und du sagst, oh Mensch, mir geht es auch wirklich nicht so gut, ich bin erschöpft und ich weiß gar nicht warum, ich habe auch vielleicht Gehirnnebel, kann mich nicht mehr richtig konzentrieren und, dann melde dich bei mir, auch wenn du nicht in meiner Nähe wohnst. Ich habe die Möglichkeit, auch auf die Ferne, und das mache ich ganz, ganz viel, ich habe Menschen wirklich aus dem gesamten Bundesgebiet und eben auch aus gesamt, sag ich mal, der Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz, die Menschen zu unterstützen. Und natürlich auch darüber hinaus. Bei mir ist es so, ich bin deutschsprachig. Englisch ist jetzt nicht so meine Begabung. Ich habe eine andere Begabung. Das heißt, wenn du deutschsprachig bist und wenn du da Hilfe und Unterstützung brauchst, wende dich gern an mich. Meine Beratungen sind auch erschwinglich, um das mal so zu sagen, weil ich einfach möchte, dass Menschen es sich leisten können, wieder gesund zu werden und sich wieder besser zu fühlen. Und von daher ist meine Begleitung ziemlich kostengünstig. Melde dich, wenn du Unterstützung brauchst. Jetzt wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Je nachdem, wann ihr das hört. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Sorgt für euch und seid gewiss, es gibt immer zu jedem Zeitpunkt Mittel und Wege, um wieder in die eigene Kraft zu kommen. In diesem Sinne, das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir. Namaste, alles Liebe, deine Christiane. Medizinischer Hinweis und Disclaimer. Alle Inhalte aus dem Podcast oder Video sind keine Heilaussagen. Unsere Aussagen beruhen lediglich auf Erfahrung. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen oder psychischen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Die Informationen sind kein Ersatz für ärztliche Behandlung. Diese Informationen aus dem Podcast bzw. Video sowie die Erfahrungsberichte sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Das mit einer gegebenenfalls falschen Eigendiagnose oder Eigenbehandlung verbundene Risiko
kann nur durch die Einbeziehung eines Arztes oder Therapeuten verringert werden. Wie jede Wissenschaft ist die Naturheilkunde ständigen Entwicklungen unterworfen. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Therapeuten festzustellen, ob die gegebenen Empfehlungen und Richtwerte im konkreten Fall zutreffend sind. Jede Dosierung, Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.